Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, dann fangen wir doch mal gleich mit der ersten Frage an. Ich stelle sie dir einfach und du beantwortest sie. Ja. Was für eine Matratze habt ihr und schlaft ihr wirklich richtig gut? Ja, wir schlafen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Zu gut? Durch die Ruhe und ja, ist einfach sehr gemütlich hier bei uns. Wir haben eine Schaumstoffmatratze, die härteste, die wir im Shop gefunden haben, Klasse 3. Und da haben wir insgesamt eine Breite von 1,70 mal 2 Meter. Was habt ihr die nächsten Wochen noch so vor? Ehrlich gesagt, wissen wir das gar nicht. Wir sind ja gerade ein bisschen planlos. Ja, gerade sind wir auch so ein bisschen, keine Ahnung, wie soll man das sagen? Also ein bisschen wissen wir auch gar nicht, ob wir und wie lange wir noch in Schweden bleiben wollen, weil uns das Wetter, ich meine, wir wollen uns nicht über das Wetter beschweren, aber uns irgendwie gerade im August ein bisschen nervt. Also es regnet sehr viel, es ist auch kalt und trotzdem sehr schön und deswegen sind wir so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Was machen wir denn jetzt und wie geht's weiter? Wir werden demnächst bald Pläne schmieden. Wie lange seid ihr unterwegs? Also wir sind jetzt schon seit, was haben wir gesagt, wir sind am 24. April losgefahren Richtung Mallorca. Und heute haben wir den 13. August. Ja, also fast 4 Monate sind wir unterwegs. Habt ihr eine genaue Route oder fahrt ihr einfach drauf los? Meistens machen wir das irgendwie, dass wir erstmal drauf losfahren und uns dann in dem Land überlegen, wo wir sind, was wir uns halt anschauen möchten. Und dann haben wir manchmal eine genaue Route und manchmal aber auch gar nicht. Okay. Wie fühlt sich Freiheit für euch an? Schöne Frage. Ich würde sagen, auf jeden Fall selbstbestimmt zu entscheiden, was man machen möchte, was man nicht machen möchte. Ja. Ja. Einfach so sich die Zeit einzuteilen, wie man gerne möchte, finde ich auch. Das ist für mich Freiheit. Nicht zu sagen, ich muss von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr halt arbeiten, also genau um diese Zeit und mich immer irgendwie zeitlich abhängig zu machen. Okay, also es wurde noch die Frage gestellt, wie wir unseren Karottenlachs machen und das Rührtofu. Also das Karottenlachs findet ihr bei Instagram unter den Highlights, wollen aber demnächst noch ein Video hier auf YouTube darüber drehen. Aber wer nicht mehr so lange warten möchte, kann gerne mal in den Highlights reinschauen. Und was war die nächste Frage? Rührtofu. Rührtofu ist auch in den Highlights drin. Ist beides abgespeichert. Und Tofu süß-sauer wird irgendwann mal demnächst noch kommen. So, da kommt noch eine Frage. Und zwar, welche Zweifel hatten wir, diese Reise anzutreten, abgesehen von C? Aha. Punkt. Ich glaube, Das waren schon die größten Zweifel, oder? Wenn ich mich so richtig dran erinnere, haben wir uns damals total viel darüber informiert, wie die Einreisebestimmungen sind. Und wir wollten ja eigentlich nach Sardinien. Ja. Anstatt nach Mallorca. Und wir hatten da keine richtigen Infos, außer eben bei YouTube oder Instagram, was uns sehr viel geholfen hat. Weil beim Auswärtigen Amt haben sie gesagt, man darf nicht reisen und es ist verboten einzureisen aus touristischen Gründen. Aber die Realität sah dann Gott sei Dank doch anders aus. Deswegen wurden die Zweifel schnell behoben und andere Zweifel hatten wir irgendwie nicht, ne? Wir gehen jetzt Blaubeeren sammeln und später gibt es vielleicht zu unserem Cappuccino ein Blaubeer-Pancake. Unbedingt!
auch Privatsphäre und Paarzeit zu zweit im Bus. Also wir haben auf jeden Fall ganz viel Paarzeit zu zweit im Bus und Privatsphäre. Nur beim Blaubeerpflücken. Haben wir jetzt, ja, keine Ahnung, bis jetzt fehlt uns da noch nichts, aber ich denke, wenn wir da das Bedürfnis haben, ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben, dann geht der eine einfach raus, ne? Ja, wenn dann draußen, vielleicht beim Spazierengehen. Bis jetzt haben wir das tatsächlich in den letzten 4 Monaten nicht einmal gebraucht. Und auch nicht vermisst. Was gefällt euch an Schweden besonders gut bzw. weniger gut? Also ich finde es toll, dass es hier überall Blaubeeren gibt. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall was sehr Cooles, weil die sind ja sehr teuer im Supermarkt. Ja, und dann kommen die irgendwo aus Portugal oder Niederlande. Ja, und hier haben wir regionale und saisonale Blaubeeren. Ja, mit dem Bärenkamm von Luna und Robin. Ja. Cool. Richtig cool ist hier, dass wir auch super schnell Stellplätze finden können. Eigentlich fast immer am See und in der Natur stehen. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr schön. Und die Straßen sind sehr gut befahrbar. Voll die gute Infrastruktur hier. Und der Kaffee hier. Selbst in kleinen Dörfern gibt es hier echt guten Kaffee. Ja. Das stimmt. So, übrigens kam noch die Frage, wie wir unser Wasser auffüllen und wo. Auf Mallorca sind wir immer zu Tankstellen gefahren und hier in Schweden machen wir das auch. Hier gibt es überall dieses Watten und Luft, was Wasser und Luft heißt. Okay. Mhm. Ja, und da haben wir Trinkwasserqualität. In Mallorca stand zwar, dass wir keine Trinkwasserqualität abgezapft haben, aber wir haben auch noch so einen Filter. Mhm. Ja, hier ist es Trinkwasserqualität und wir haben noch so einen Schlauch. Den habt ihr wahrscheinlich auch im letzten Video gesehen. Das ist super praktisch. Und dann haben wir 110 Liter Wasser dabei und können das dann so auffüllen. Eine Frage kam jetzt noch rein. Wie funktioniert das eigentlich mit der Toilette? Wir haben eine Trockentrenntoilette, also hinten fest, vorne flüssig. Und es funktioniert eigentlich sehr gut. Okay, und stinkt's? Mal mehr, mal weniger. Habt ihr eine Barista-Ausbildung oder beziehungsweise einen Kurs gemacht? Falls ja, wo? Also eine Barista-Ausbildung haben wir nicht gemacht. Das lernt man entweder bei der Arbeit oder in manchen Cafés bekommst du eine Schulung, eine Barista-Schulung, also so ein Seminar quasi, gell? Ja, ja, ist leider kein anerkannter IHK-Beruf. Ich habe mir sehr viel auf der Arbeit selbst beigebracht, dann gibt es YouTube-Videos, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe auch Kurse besucht und auch schon mal selbst Kurse gegeben. Und unser Ziel oder unser Wunsch ist es, dass wir hier auch mal auf YouTube ein paar Kaffee-Videos teilen und irgendwann auch mal, ja, vielleicht in den nächsten 12 Monaten, ein E-Book, das Barista-E-Book rausbringen quasi. Ja, wie macht man guten, einfachen Kaffee? Okay, nächste Frage. Den schönsten Platz in Schweden bis jetzt? Also, weiß ich jetzt nicht. Was fällt dir ein? Also die sind alle schon sehr ähnlich gewesen. Also die Plätze allgemein alle sind im Wald sehr und am See schön, sind ja alle sehr schön gewesen. Also ich glaube, im Süden ist es eher ähnlich. Wir sind jetzt noch nicht so weit nördlich gekommen. Ich glaube, im Norden gibt es weitaus schönere und ruhigere Plätze. Ja, sicherlich. So, jetzt kommt noch eine Frage. okay. Wackelt der Bus beim Sex? Naja, wir sind ja eigentlich hier drinnen beim Sex, also wissen wir es nicht, wie es draußen aussieht, ne? Das müssen wir wahrscheinlich die Leute fragen, die dann draußen stehen, ne? Ja. Also ich würde jetzt mal ja behaupten, je nachdem. Je nachdem. Lass mir mal so stehen. Lass mir mal so stehen. Trägt David Unterhosen? Ja, jetzt gerade wieder. Auf Mallorca aber nicht. Auf Mallorca nicht. Hat er ja ganze 3 Unterhosen dabei. Nächste Frage. Wie kam Ting Tong eigentlich zu seinem Namen? Ah, das ist eine schöne Frage. ja, wir waren auf unserer Weltreise in Koh Lipe oder auf Koh Lipe. Das ist in Thailand. Und da waren wir in einem Café und dann stand überall irgendwie an den Wänden Are you Ting Tong? Daraufhin haben wir den Barkeeper gefragt, was das denn bedeutet, dieses Are you Ting Tong? Hm. Ja, und dann hat er gemeint, das bedeutet sowas wie a little bit crazy. Also bist du ein bisschen verrückt. Ja.
Und wie wir dann von der Reise zurückgekommen sind und uns den Bus gekauft haben, hatten wir ja gar keine Ahnung, wie das mit dem ganzen Ausbau funktioniert. Und dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, wir machen das trotzdem und wir sind schon Ting Tong. We are Ting Tong. So, und dann haben wir gedacht, das fanden passt wir cool. Und dann haben wir gedacht, Bus. Wie finanziert ihr euch das Leben im Van? Und ob wir Geld verdienen unterwegs oder nicht. Ja. Also, darüber machen wir auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video. Momentan decken die Einnahmen ungefähr 30% unserer Ausgaben. Und ja, irgendwann wäre es mal ganz cool, wenn wir so viel Geld verdienen, dass wir uns sogar noch was zurücklegen können für Reparaturen etc. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal ein zweites Q&A machen, weil ihr habt richtig viel gefragt. Das hat uns total gefreut. Es wird sonst ein bisschen zu lang hier, ne? Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr fandet die Fragen spannend und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann ja, kommentiert doch einfach fleißig. Auf Wiedersehen!